Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen back zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal was richtig Cooles zeigen. Ich habe es auf Instagram am Sonntag, glaube ich, das erste Mal gezeigt, weil am Samstag kam das erste Mal das Paket. Ich habe mir tatsächlich in China, in einem China-Shop, diese mächtigen XXL Disposables bestellt. Das ist ein Disposable als Beispiel. Ihr seht es mit einer absolut kranken, geilen Optik mit Masertext drauf. Die sind von der Firma Random und das ist zum Beispiel eins mit 9000 Puffs. 9000 Puffs und 18 Milliliter Liquid. Was sich natürlich daraus resultiert hat, was für einen positiven Effekt ich bemerkt habe, dazu komme ich gleich noch, aber Freunde, ihr müsst euch jetzt erstmal in den Kopf setzen. Ich habe das am Sonntag ausgepackt und ich dampfe heute zum Freitagnachmittag immer noch damit. Ich habe das jeden Tag mal so kurz am Abend über diesen USB-C da unten immer wieder aufgeladen, weil wie gesagt, 9000 Puffs, das hält dir ja wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen gefühlt. Und ich habe noch nicht festgestellt, dass der irgendwie weniger Dampf macht oder dass der Geschmack irgendwie weniger wird. Ich habe die Dinger jetzt halt schon so oft auf TikTok, auf Shorts, auf Reels gesehen und ich wollte sie unbedingt halt mal testen. Das ist zum Beispiel die Tornado 9000 mit dem Geschmack Blueberry Raspberry. Neben der wirklich wahnsinnig geilen Optik, muss ich auch sagen, ist der Geschmack echt heftig. Also ich bin echt davon ausgegangen, dass der Geschmack vielleicht extrem künstlich sein wird oder es wird einfach nicht schmecken, so wie viele von diesen OEM-Disposables. Ihr wisst Bescheid, jeder deutsche Influencer-Depp macht einfach jetzt irgendwelche Random-Disposables, die einfach nach einmal Traube, einmal Wassermelone und einmal nach Erdbeer schmecken. Und die schmecken halt einfach alle gleich schlecht. So dumm, wie es klingt, aber es ist halt einfach so. 50 Milligramm Nikotin. Was macht es? Ich kann euch erstmal eins sagen. Du dampfst um einiges weniger. Das ganze Vape-Verhalten ändert sich so extrem. Leider können wir in Deutschland sowas nicht kaufen, weil unsere Obersten irgendwelche Gesetze gemacht haben, dass es eine Milligramm-Grenze gibt. Warum auch immer. Das Steamshots hat ein echt geiles Video gemacht. Ich verlinke euch das hier unten in der Beschreibung mal. Da geht es darum, der Unterschied zwischen Dampf-Nikotin und Zigaretten. Nikotin. Dass zum Beispiel 50er viel ähnlicher an Zigaretten und dann kommt als 20er. Warum logischerweise solche wie der Montana Black, die jetzt vor kurzem das Rauchen aufgehört hatten, den ganzen Tag an den 20er Disposables dranhängen. Die Nikotinsättigung, das ist nicht ganz so krass wie bei einer normalen Zigarette und deswegen dampfst du wahrscheinlich doppelt so viel, wie du geraucht hast. Mit diesen hier als Beispiel habe ich festgestellt, habe ich nochmal weniger als die Hälfte gedampft, als wie mit anderen Disposables. Es ist wirklich krank. Ich wollte es halt wirklich unbedingt mal ausprobieren, Freunde. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich hat einfach diese Optik angesprochen. Ich habe das gesehen, ich habe euch auf Instagram schon vor 2, 3 Wochen oder vor 4 Wochen gesagt, schaut euch die mal an, die schauen so geil aus, ich will die haben, ich muss mir die unbedingt mal bestellen. Ich habe sie mir auch bestellt. Preislich, ganz ehrlich, auch in China absolut okay. Aber das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr dann in China irgendwas bestellen sollt, Freunde. Das ist euch alles selbst überlassen. Mein Kumpel fährt zum Beispiel immer in die Tschechei und kauft sich sowas in der Tschechei. Das ist hier, wie gesagt, auch kein Placement oder sonst irgendwas. Ich habe mir die Dinger selber bestellt. Es gibt 7000 Puffs, es gibt die 10.000 Puffs, die habe ich auch noch da. Was aber auch interessant ist, das sind dann wieder so Kapseln, gefüllt mit ganz viel Liquid. Ich weiß gar nicht, wie viel da drinnen ist. 3x7000 Puffs, also 14 Milliliter ist da in einem Pot sozusagen drinnen. Ey, das ist einfach, glaube ich, weltweit aktuell der neueste Scheiß. Nur bei uns in Deutschland gibt es sowas halt einfach wieder nicht. Kackland, Digga, in dem wir leben. Es ist wirklich schade. Ja, der eine würde sagen, gut, weil das ist scheiße, das Postable ist, muss man ja auch schließlich wegschmeißen. Digga, du musst leider auch ein bisschen damit klarkommen, dass man auf der ganzen Welt aktuell das Postable dampft. Es ist halt einfach jetzt so, wie es ist. Aber da ist natürlich auch der nächste Punkt an der Sache. Das, wenn 3 Wochen hält, dann schmeißt du in 3 Wochen als Beispiel 1 weg, während du in Deutschland in der gleichen Zeit 30 Disposables wegschmeißt. Das ist nur ein Anhaltspunkt. Das ist nur ein Anhaltspunkt. Und wie gesagt, ich kann jetzt da keinen Aufruf machen, weil das Ding habe ich mir einfach so aus Spaß mal in China bestellt, liebe Leute, um es einfach mal zu testen. Und ich muss sagen, ich bin so fucking fascinated von diesem scheiß Teil. Es ist so krank. Es schmeckt wirklich lecker, das Liquid, was da drinnen ist. Und ich habe die ganze Woche nichts anderes gedampft wie das. Ich habe alles immer, ich habe nichts anderes gedampft, weil ich wissen wollte, wie lange hält mir das. Ich meine, die LED ist da unten dran, ne? Das ist wirklich fucking Geschmackssache. Also ich feiere es jetzt gar nicht so. Also ganz ehrlich, Freunde, ich wollte euch hiermit eigentlich bloß mal kurz zeigen, was es auf der Welt eigentlich noch alles so gibt, was wir in Deutschland zum Beispiel nicht kennen. Und das ist dann hier zum Beispiel sowas, was auf Social Media gerade echt durch die Decke geht. Extrem krank. Also hier auch von YouTube Shorts, ne? Da habe ich das Zeug halt eben auch entdeckt gehabt. Und wie gesagt, ich bin echt positiv überrascht von den Teilen. Ich werde auch noch mehr davon testen. Es gibt noch ein paar richtig geile mit einer richtig geilen Optik. Da gibt es sogar noch so ein Gameboy und so. Also lauter cooles Zeug, Freunde. Aber einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt. Ja, ich hatte einfach Bock drauf, hab's mir bestellt und jetzt muss ich sagen, denke ich mir schon, scheiße, warum lebst du in Deutschland?